ich sag mal, die unsägliche Trainerfindung beim FC Bayern. Inwieweit hat das Einfluss auch jetzt vor diesen Spielen gegen Stuttgart und gegen Real Madrid? Weil es gibt natürlich auch Spieler, die sicherlich irgendwann auch mal wissen wollen, wer in der kommenden Saison der Trainer ist. Ja, aber ich glaube, sie wollen es jetzt nicht in den nächsten 7 Tagen wissen. Also, oder in den nächsten 5 Tagen sind es ja nur. Ich glaube, bis dahin geht das auch das Interesse der Spieler, gilt das Interesse der Spieler dem Spiel morgen und vor allem natürlich dem Rückspiel am Mittwoch. Deshalb glaube ich, hat das ganz natürlich höchste Priorität und für mich sowieso. Ist der Trainerjob beim FC Bayern unattraktiv geworden? Nein, das glaube ich nicht. Also für mich war er attraktiv genug, aber ansonsten würde ich es jetzt aktuell vorziehen, dazu zu schweigen. Ich bin ja noch aktuell Trainer und wir haben ein paar sehr attraktive Aufgaben jetzt vor uns, morgen sehr schwer. Und am Mittwoch wollen wir unser großes Ziel verwirklichen, um in die Champions League ins Finale einzuziehen. Deshalb mache ich mir um die Zukunft vom Bayern keine Sorge. Sie haben uns ja immer wieder auf Ihre Vereinbarung mit dem Verein zum Sommer hin hingewiesen. Daher die Frage, ist das eine mündliche Vereinbarung oder waren da schon die Anwälte drüber? Ist das schon sattelfest? Ist das ein ehernes Gesetz? Wow, das ist von mündlicher Vereinbarung sattelfest zu was? Zu Eisen? Ein ehernes Gesetz. Ja. Das ist vereinbart. So, dass man es nicht locker lösen könnte? Sie können jeden Vertrag auch im gemeinschaftlich auflösen. Das sehen Sie ja. Also wir haben ja auch einen bestehenden Vertrag und haben uns in dem Vertrag geeinigt, dass wir den früher beenden. Deshalb ist immer alles möglich. Aber die Antwort ist die gleiche. Die Vereinbarung steht und die Vereinbarung gibt's. Gut. Dann denke ich drüber nach.